Ich untersuche kulturelle Muster der Gemeinschaftsbildung in den USA. Für mich ist es wichtig zu untersuchen, wie sich diese kulturellen Muster in der Populärkultur, in literarischen Texten, aber auch in politischer Rhetorik aufweisen lassen. Zum Teil sind sie da ganz konkret benannt, zum Teil sind sie aber auch verfremdet, ästhetisch bearbeitet. In meiner Forschung beschäftige ich mich sehr eingehend mit den Gründungsmythen der USA im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte, im Hinblick auf ihre anhaltende Wirkmächtigkeit, die wir tagtäglich beobachten können, aber auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Konfliktpotenziale. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt mit Konzepten des impliziten Wissens und mit Affektökonomien. Also die Frage, was ist implizit gewusst oder was denken wir, können wir voraussetzen in der Interaktion mit anderen? Und wie wiederum sind diese impliziten Gewissheiten gemeinschaftsstiftend?